Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr beim OnePlus 9 5G eine SIM-Karte einlegen könnt. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und bevor wir eigentlich zum eigentlichen SIM-Karten-Einlegen kommen, müssen wir erstmal über die SIM-Karte selber sprechen. Das hier ist meine SIM-Karte. Das ist eine sogenannte Nano-SIM-Karte. Die ist also relativ klein. Es kann sein, dass ihr eine größere SIM-Karte habt, also zum Beispiel eine Micro-SIM oder eine Standard-SIM. Ihr werdet die dann auch schon von der Größe her relativ gut erkennen und spätestens dann, wenn sie bei euch nicht in den SIM-Karten-Slot passt. Denn was ihr braucht, ist auf jeden Fall eine Nano-SIM, also die kleinste SIM-Karte, die es aktuell gibt. Und wenn ihr keine SIM-Karte habt, eine Nano-SIM-Karte, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann ruft ihr einfach bei eurem Provider an oder schreibt ihr eine Mail, also Telekom, O2, Vodafone oder so, und sagt einfach, ich brauche eine Nano-SIM-Karte. Und dann bekommt ihr eine zugeschickt. Also ist das überhaupt gar kein Thema. Das hier ist meine Nano-SIM-Karte. So, die zweite Sache, die ihr braucht, ist der SIM-Card-Ejector. Ich erkläre euch jetzt, wofür ihr das braucht. Wir suchen erstmal den SIM-Karten-Slot, also dort, wo die SIM-Karte reingehört. Und das ist bei dem Gerät hier unten. Das seht ihr schon, ist wie so eine kleine Schublade mit einem Löchlein. Und in dieses Löchlein muss etwas rein und da kommt der sogenannte SIM-Card-Ejector ins Spiel. Und hier habe ich jetzt meine Verpackung vom OnePlus und im Deckel befindet sich ja hier dieser Schuber, wenn ihr euch erinnert. Und wenn wir jetzt diesen Schuber einmal rausholen, dann ist hier irgendwo versteckt, genau hier, eine Nadel. Das ist also nichts weiter als eine kleine metallische Nadel. Wenn ihr die nicht findet, ist überhaupt gar kein Problem, dann nehmt ihr einfach eine stinknormale Büroklammer. Die sollte vielleicht auch gerade sein, also ist das vielleicht jetzt auch kein schönes Beispiel, aber der Durchmesser von den beiden Dingern ist relativ gleich, das könnt ihr hier sehen. Also wenn ihr das findet, nehmt das, ansonsten nehmt ihr eine Büroklammer und dann geht ihr einfach hier einmal rein in dieses Löchlein und drückt einfach einmal, zack, und dann geht dann auch schon hier der Schuber auf. Und ihr seht, wenn ich das hier so umdrehe, so, dann habt ihr hier zwei SIM-Karten-Slots. Und zwar einmal diesen SIM-Karten-Slot und einmal diesen SIM-Karten-Slot. Also es ist richtig cool. Ihr könnt also letztendlich zwei SIM-Karten hier einlegen, je nachdem, welche SIM-Karte ihr einlegen möchtet. Das ist SIM 1 oder das ist SIM 2. Und jetzt kommen wir eben zu der SIM-Karte selber. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier so eine abgefräste Ecke. Das hier hat auch eine abgefräste Ecke, so passt sie nicht rein. Also muss sie so rein. Und die passt dann auch schon perfekt rein. Also müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Und dann, wenn wir es einmal wieder zurücklegen, dann müssen wir darauf achten, dass dieses Löchlein letztendlich genau hier übereinander passt. Wir machen das also einmal so, zack, schieben es rein und schon sollte er die SIM-Karte jetzt gleich erkennen. Und seht ihr auch schon, Steckplatz 1, SIM-1-PIN eingeben. Sie haben drei Versuche übrig. Das ist bei uns hier viermal die 0. Ich gebe die einmal ein und dann zack, hat er das soweit erkannt. Aktualisierung der Netzbetreibereinstellung, neue App, sagen wir mal aktualisieren. Und jetzt lädt er sich irgendeine App herunter. Das ist die Rufnummer von uns und dann sagt er hier einmal Neustart. Wir sagen jetzt hier einmal Neustart, dann startet er einmal komplett neu. Das warten wir noch einmal ab und zeigen euch dann, was denn dann genau passiert. So, nach dem Neustart fragt er nochmal nach der SIM-PIN, auch wieder viermal die 0. Und dann schaue ich mal, hat er jetzt irgendeine App installiert oder sowas? Das würde mich ja schon mal interessieren. Aber ich sehe hier jetzt eigentlich nichts Neues, was er hier installiert haben könnte. Auf jeden Fall scheint er irgendwas gemacht zu haben. Die SIM-Karte ist drin. Das können wir im Übrigen noch hier rechts oben sehr schön sehen, hier an diesem Signalbalken. Und jetzt könnt ihr damit ganz normal telefonieren. Ihr könnt unterwegs eben ins Internet gehen und so weiter. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt uns diese Fragen gerne auch in den Kommentaren. Wir versuchen, so viel wie möglich davon zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.